Hallo und herzlich willkommen zu The Pilla. Ich dachte, ich habe euch ja gesagt, ich zeige heute euch irgendwas Spontanes. Ich habe gerade die Demo ja ganz spontan runtergeladen. Und ich habe keine Ahnung, was das ist. Da waren noch nicht mal Bilder irgendwie da. Deswegen, willkommen zu diesem Spiel, was ich glaube Pillow oder so heißt. Keine Ahnung. Ich sollte vielleicht mal nachgucken, wie das Spiel heißt. Ich werde es einfach mal... Wow, what the fuck? Wer ist das? Will ich dir was antun? Hey! Was? Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich... Hä? Ja, genau. Muss ich das Spiel verstehen? Ich raff's nicht. Nein, doch nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, was das ist. Was ist das für eine Scheiße? Okay, ich denke, es ist absolut unwichtig, wie das Spiel heißt. Es ist Kacke. Das ist das sehr verstörende Spiel mit dem Titel... Moment, ich guck mal nach. Pillar! P-I-L-L-A-R. Ich verstehe das nicht. Was zum Fick muss ich hier machen? Es kann ja sein, dass ich das Spielprinzip nicht verstanden habe, aber... Was für eine Scheiße ist das? Ja, natürlich. Ich bin tot oder so. Okay, das ist mit das beschissenste Spiel, was ich mir vorstellen könnte. Ich würde sagen, wir spielen einfach was anderes. Fick dich, Pillar. Okay, und damit spielen wir jetzt einfach mal ein anderes Spiel, und zwar... Close. Ja, danke, Patrick. Ja, mein Co-Moderator Patrick Star ist am Start. Und dann beginnen wir einfach mal. Close. Ja, genau. Close. Nein, hier ist Patrick. Neues Spiel, würde ich mal behaupten, weil ich habe das noch nie gespielt. Bist du sicher, dass du ein neues Spiel starten willst? Ja, bin ich mir sicher. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin gerade im Untergeschoss. Mit dem Wort Klaus auf meinem Arm. Huh. Komisch. Oh, das ist er wohl. Ja. Ja? Was für Kopfschmerzen. Das ist so rot. Das erklärt sich ziemlich von allein. Nochmal. Hey, du da, vor der Mattscheibe. Könntest du mal? Da oben ist so ein Display, da steht drauf, was du machen sollst. Danke. Danke. Wer hat das gemacht? Hat das berührt? Ja, naja, ich weiß ja, dass da irgendwas ist, aber... Jetzt so ein Henker bist du. Aua. Bin gerade verreckt. Au.
Huppa. Hecken, Hecken, Hecken! Juhu! Springen! Und nochmal! Wow! Alter! Ah, es ist total egal, welche Richtung du drückst. Ich laufe trotzdem nach links. Also ich habe mal einen gewissen Spaß, ehrlich gesagt, gerade, weil es ein ganz nettes Indie-Spiel. Das lassen wir in... Nee, fuck. Das war entmutigend. Warum gehen wir nochmal diese Richtung? Fuck. Ach, ich bin auch doof. So, nimm mal erstmal die. Meep. Jetzt die. Hup, hup. Haha. Das dachte ich mir. What? Der Schatten war so riesig. Ich hab Angst. Ja, ich hab auch ein ganz klein bisschen Angst. Aber weißt du was? Wir machen hier Schluss. Ich glaube, die Leute haben genug von dir gesehen, um zu entscheiden, ob sie dich mögen oder nicht. Okay. Also, genug von. Ja, genau. Gesehen. Und stattdessen mal ein bisschen Trackmania Turbo. Zum krönenden Abschluss. Okay. Der ist einfach mal so. Fuck! Alter! Go! Go! Abschluss ein bisschen Trackmania Turbo. Habt ihr drei schöne Spiele gesehen? Naja, eigentlich. Ein gutes, ein nettes Indie-Spiel und einen totalen Bullshit-Scheißhaufen. Ich denke, ihr könnt euch denken, was der größte Bullshit-Scheißhaufen ist, den ich meine. Kleiner Tipp, kam direkt am Anfang. Ja. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte meinen Spaß. Mal was Neues ausprobieren. Trackmania ist jetzt für mich nicht neu, aber ich dachte, ich zeige es euch auch nochmal. Wollte dazu eigentlich sogar ein Testvideo machen, aber... Nö. Nö. Ich weiß nicht, was ich euch zeigen soll bei dem Spiel. Da gibt's nicht allzu viel. Wow. Aber ich habe ausnahmsweise mal eine gute Runde gefunden. Normalerweise sind die Rennstrecken meistens totaler Haufen Kacke. Aber diesmal ganz okay. Juhu! Ich bin 53. Schade! Naja, eigentlich war das ganz okay, finde ich, aber egal. Ja, und damit Arrivederci.